Und jetzt schon wieder zu einem neuen Video, auch nicht im neuen Jahr, aber auch noch nicht im neuen Jahr, es ist genau die gleiche Uhrzeit, es ist gerade mal 16.30 Uhr, beziehungsweise 16.35 Uhr. Aber ich möchte euch die Geschichte des Unfalls erzählen. Dies war ein Arbeitsunfall und ich war gerade dabei, KG 2000 und PVC-Rohre und Muffen zu sortieren. Als Gitterbox 1, als die Gitterbox 1 fast leer wurde, beschloss ich hineinzuklettern, um dort die restlichen in einen dafür bereitgestellten Karton zu verfrachten, damit ich nicht die ganze Nacht damit beschäftigt wäre, nur diese eine Aufgabe zu tun. Dann kam ein Kollege und wollte Schwämme. Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin quasi mit dem Fuß, ich weiß nicht welcher Fuß es war, mit dem Fuß auf jeden Fall am Gitter hängen geblieben und gestolpert. Zuerst war das Ganze nur so ausgerenkt. Das konnte schnell wieder eingesetzt werden. Aber nach einer Woche am Donnerstag, also am darauffolgenden Donnerstag, hatte ich quasi das MRT. Und da kam eben raus, dass ein kleines Stück abgebrochen war. Und so musste ich voll in die Voll-OP. Das war dann am Montag. Dann 2 Wochen Krankenhaus. Und dann trug ich mehrere Wochen. Jetzt hing dann wohl sie teilweise demontiert und freigegeben und jetzt habe ich am linken Arm nichts mehr. Also das ist völlig normal. Dann werde ich noch ein kleines Abschlussgespräch haben mit dem Doktor und dann können wir auch schon wieder den ganz normalen Alltagsbetrieb im voraussichtlich am 14. Januar wieder aufnehmen. So, und das war die Geschichte des Unfalls vom 31.10.2018. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und Kommentare. Und wir sehen uns dann. Euer Wolf.